Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Zweitliga-Heimspiel in der MDCC-Arena gegen den 1. FC Kaiserslautern. Endstand beim Klaus-Decker-Spieltag vor 25.214 Zuschauern 4:1. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partnerteam Lücke Netzwerk Sachsen-Anhalt. Herzlich begrüße ich natürlich auch die beiden Cheftrainer Oliver Schäfer und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Oliver Schäfer. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, zuerst nochmal Glückwunsch an meinen Kollegen für den Sieg. Ich hätte die 3 Punkte gerne heute auch mit in die Pfalz genommen, aber leider war das nicht der Fall. Es war das erwartete Spiel, was wir heute vorgefunden haben. Magdeburg ist ja immer sehr auf Fußball ausgelegt, spielen das viel übers Kurzpassspiel, aber haben heute auch etliche lange Bälle drin gehabt, was uns dann nachher dann eigentlich auch das Genick gebrochen hat. Wir hatten vorher eigentlich, ich glaube, so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, diese Rochaden gut verteidigt. Sie ziehen manchmal die 2 Zehner auf die Zehnerposition oder stellen sie breit oder kommen mit ihren Außenverteidigern nach vorne auf die letzte Linie oder kommen auch mal rein ins Mittelfeld mit den 2 Außenverteidigern, versuchen da das Mittelfeld zu überlagern. Spielt eigentlich fast schon so ein 3-5-3 mit ihrem Torhüter. Also es ist für uns immer schwierig gewesen, da dagegen zu spielen. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt und haben dann leider gepennt bei einem langen Ball, den wir nicht verteidigen konnten oder nicht verteidigt haben. Kriegen das 1:0. Und schlafen dann leider auch nochmal beim 2:0 am zweiten Pfosten. Langer Ball oben drüber und schieben nicht mit ein. Und der braucht nur einschieben. Und dann war bei uns so ein bisschen der Stecker gezogen. Ich fand es trotzdem gut, dass die Mannschaft nicht aufgegeben hat, versucht hat, weiterhin an ihrem Marschplan festzuhalten. Unterm Strich ist es für mich vielleicht einen Tick zu hoch ausgefallen, 4:1. Hört sich schon sehr, sehr deutlich an. Ich glaube, zwischendrin war es auch schon mal ein bisschen enger, aber wir müssen das jetzt so schlucken, es ist okay. Nicht schön, aber okay, Mund abputzen. Ich glaube, unsere Fans haben die richtige Antwort gegeben. Dienstag ist ein anderer Wettbewerb. Völlig neues Spiel und da gilt es jetzt einfach dann, den weiteren Fokus drauf zu legen und um zu versuchen, in die nächste Runde einzuziehen gegen Nürnberg. Vielen Dank, Oliver Schäfer. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel. War ein Spiel, das wichtig war, dass wir das heute in dieser Konsequenz und Geduld gespielt haben. Geduld, gerade wenn ein Gegner wie heute auch dann oft mit den Männern mitgegangen ist, der sehr orientiert war und du weißt, dass du dich nicht immer locken lassen darfst, dass du die Möglichkeiten vorbereiten musst. Für uns war eine Sache schon, dass wir uns gedacht haben, das könnte passieren, für die Tiefe zu bespielen. Waren dann auch mit Xavi und mit Lück 2 Spieler, meistens war es Lück als Zielspieler, der dann auch wirklich diese tiefen Läufe angezogen hat. Gehen dann auch hier einzeln in Führung. Dann hat es auch wirklich diesen geduldig zu bleiben. Allerdings haben wir dann mit dem 1:1, was war in dem Moment, wo dann natürlich Terence Boyd gut macht, aber wir ihn auch nicht verteidigen, dann steht es hier 1:1 und dann heißt es aber, wie wir aus der Halbzeit rauskommen sind, dass wir nur mal den Druck erhöhen wollten, dass wir stärker in die 1:1-Situation rein wollten und vor allen Dingen, dass wir wieder eine gute Boxversetzung haben wollten. Und das haben wir gut gemacht, ist die Mannschaft unnachgiebig geblieben und wir hatten dann auch schon da bald nach dem 2:1 die Möglichkeit mit so einer Dreifachchance zu erhöhen. Und es war immer wichtig, dass wir aufpassen, dass wir hinten mit den beiden Innenverteidigern, mit dem Sechser plus einem eingerückten Außenverteidiger und einem Achter uns absichern, weil du kannst ja ruckzuck auch mal einen Konter einfangen. Deswegen war es eine gute, konzentrierte Leistung von uns heute. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Nico Esche für Magdeburg Blau-Weiß in der 2. Reihe. Guten Tag zusammen. Hallo, Herr Tietz. Glückwunsch zum Sieg. Würden Sie sagen, das war heute die beste Leistung der Saison Ihrer Mannschaft? Und wenn ja, woran würden Sie das festmachen? Soweit wollte ich jetzt nicht gehen, weil ich finde, dass teilweise Spiele auch nicht so vergleichbar sind. Aber es war ein Spiel, auch schon im Abgleich zur letzten Woche, wo wir natürlich eins getan haben, wir waren in der Defensive gut gestanden. Wir haben wenig zugelassen und wir haben vorne Torchancen rausgespielt, die dann auch konsequent verwertet. Und dann wird es natürlich immer ein Stück weg einfacher für eine Mannschaft. Danke. Patrick Nowak für die Volksstimme. Hallo Herr Tietz, Herbert Bockhorn hat heute ein Kopfballtor gemacht. Er hat gesagt, es kommt sehr, sehr selten vor. Wie haben Sie es gesehen, diesen Laufweg und dann auch diese Flanke von Barisch zum Tor?
Der war ganz einfach zu erklären. Das haben wir jetzt schon seit Wochen gesungen, kann man eigentlich sagen, dass wir auf den zweiten Pfosten durchlaufen, weil wir wissen, wenn, und das ist nicht nur bei uns, aber wenn man Bälle aus dem Raum auf den zweiten Pfosten schiebt, werden sie immer gefährlich, weil sie für einen Abwehrspieler schwer zu verteidigen sind. Deswegen war es natürlich gut, dass Herbert diesen Laufweg gemacht hat, dass er auch dann erst kurz vorangezogen hat, um in den Vorteil reinzukommen, etwas vorne dran zu sein. Und es freut mich für ihn, dass er ihn dann auch mal im Kopf gemacht hat. Ameci und Barış Artık haben auch die Seiten getauscht. Ab und zu hat Ameci auch mal mit Artık so zusammen auf links gespielt. Was war da die Idee dahinter oder warum mussten Sie da vielleicht einschreiten? Taktisch. Nein, wir wollten das öfters, weil wir natürlich auf Zimmer im Spiel gekommen ist, der gelb bekommen hat. Na, ist es nie leicht, wenn du gegen 1-1 Spieler, wenn wir dann teilweise mit Barış und mit Xabi überlagert haben, dann kommen 2-1 Situationen, der Gegenspieler kann nicht so rein. Du hast eine Möglichkeit, dir einen Vorteil daraus zu holen. Und bei Xavi ist ja insgesamt so, was wir jetzt auch sehen, der wird ja von Woche zu Woche für sich stärker und stabiler in seiner Spielleistung. Der hat natürlich auf den ersten Metern einen enormen Antrieb mit dem Ball am Fuß. Und ist dann ein anderer Spielertyp, der dann wirklich dann auch über die Eingaben reinkommt. Also Sören Fiedler für die Bild-Zeitung. Können Sie was zur Verletzung von Lukas Schuler sagen? Ich bin wirklich bis eben in Presstermin gewesen, deswegen kam ich noch gar nicht dazu, mit dem Arzt zu sprechen. Ich muss auch jetzt mir erst gleich die Information reinholen. Habt ihr weitere Fragen? Ja, genau. In der dritten Reihe bitte kurz mit Nennung des Namens und des Mediums. Robert Mutzki von der Rheinpfalz. Oliver, du sagst, die Mannschaft jetzt am Dienstag ein anderes Spiel, anderer Fokus. Wie kann man jetzt eine Mannschaft darauf vorbereiten? 4 Niederlagen in Folge, fast, glaube ein Tor in den 3 Spielen oder 2 in 4 Spielen. Wie schafft man es in der kurzen Zeit, so eine verunsicherte Mannschaft wieder Selbstbewusstsein reinzukriegen? Also ich glaube, dass wir heute nicht so verunsichert gespielt haben. Sah für mich jetzt nicht so aus, weil wir haben gut begonnen. Das sah auch selbstbewusst, finde ich, aus. Sind dann eben 2 individuelle Fehler, aber das ist eben Fußball. Fußball ist ein Fehlerspiel. Wenn keiner Fehler macht, wird auch nie ein Tor fallen. Dann geht jedes Spiel 0-0 aus. Wir werden jetzt einfach eine Analyse machen von den Fehlern, die wir gemacht haben, versuchen die abzustellen, kehren aber auch das Positive raus, wenn wir uns auch spielerisch befreit haben, wenn wir uns Chancen erspielt haben, wenn wir gut Bälle verteidigt haben, heben das hervor und versuchen natürlich dadurch dann auch die Jungs wieder aufzubauen für das Spiel zu Hause auf dem Betzenberg. Und Pokal ist im Augenblick ja so ein bisschen unser Ding und ist aus der Tradition auch schon immer was Besonderes beim FCK gewesen. Auch das werden wir ein bisschen rauskehren bei den Jungs. Ja, noch eine Anschlussfrage, genau. Nachfrage. Die erste Halbzeit war ja gut. Ihr habt die Räume eng gemacht, wie du sagst, selbstbewusst. Aber wie erklärst du denn den Bruch in der zweiten nach dem 2-1? Das war dann doch ein anderes Gesicht der Mannschaft. Wie erklärst du dir das? Ja, es war natürlich schwierig, nach diesem 1-0 irgendwo auch den Anschluss herzukriegen, direkt wieder den Kopf hochzubekommen. Das haben wir dann geschafft. Und dann gab es eben dieses 2-1. Was willst du da jetzt sagen, groß dagegen sagen? Der Spieler, der einen Fehler gemacht hat, weiß selber, dass es falsch war. Schwierig, wenn du natürlich 3 Spiele hintereinander vorher hattest, die auch nicht so positiv waren, geht halt da ab und zu mal den Kopf runter. Aber das ist eben Sport. Da muss jeder auch ein bisschen mit fertig werden. Wir werden es trotzdem versuchen, die Jungs wieder aufzurichten, um eine schlagkräftige Gruppe hinzukriegen für das Spiel. Habt ihr weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Pressekonferenz, unseren Gästen guten Heimweg und uns allen natürlich noch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.